Dann in unser Haus. Zeug ausladen. Vielleicht mal. Nee, noch nicht. Ich behalte erstmal das Geld. Ich hole mir noch keine Werkbank. Das kann ich später machen. Grafenstadt. Ach ja, und unseren Garten mal wieder Zeug abernten mit Volana. So, Grafenstadt. Sie wäre gerade richtig vor der Grafenresidenz. Ja, und da wartet die Vogtin bereits auf uns. Ihr seid zurück. Konntet ihr schon etwas herausfinden? Ich konnte mich dem Handelshaus Nicebeck anschließen. Ich werde ein wenig für diese arbeiten und schauen, was ich für Informationen ergattern kann. Sehr gut. Führt eure Untersuchung fort, Brenner, ihr Sohn des Durin. Ihr werdet die Wahrheit schon bald ans Licht gebracht haben. Ja. Damit haben wir Untersuchungen am Hafen abgeschlossen. Die Vogtin weiß nun vor der erfolgreichen Kontaktaufnahme, aber die Arbeit fängt gerade erst an. Ich konnte die ersten Kontakte am Hafen abknüpfen. Nun müssen wir abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Ja. Rattenplage ist noch zu hoch für uns. Kaster Wagnis kommt und der Meisterin kommt später. Eine Frage der Ehre schieben wir auch auf später. Das ist Moorbrück. Gehen wir also nochmal an den Hafen. Gucken, ob die Nicebacks schon was Neues für uns haben. Wenn nicht, geht's in unsere Residenz. Ja, Hafen ist da drüben gleich. Och, und ja, irgendwie hat's mein ganzes Zeug herausgeschmissen, nachdem ich es nicht mehr im Inventar hatte. So. Alle mal her, bitte. Bei allen anderen sieht's noch normal aus, oder? Ich nehme die Sache in die Hand. So. Guck dann haben. So, hast du was Neues für uns? Oder noch nicht? Ja, er sagt, kommt später wieder. Also müssen wir erstmal die Main Story weitermachen. Prios Platz. Ich glaube, da sehen wir am besten den Weg zum Prios Platz. Der führt nämlich da direkt beim Anwesen. Raus.
Genau, Pyos Platz. Und ja, das hier ist nicht Skyrim, wo wir Schnellreise haben. Da müssen wir schon zu Fuß laufen. Und ja, wir sind tatsächlich direkt bei unserem Anwesen. So, Wirwosch. Zu Diensten? Eine Frage noch. Ja, sagt im oberen Stockwerk habe ich eine verschlossene Tür mit einem merkwürdigen Schloss dran gesehen. Was hat es damit auf sich? Ah, das war das Arbeitszimmer des Herrn von Eberstorm. Dort saß er oft spät in die Nacht und studierte seine Aufzeichnung. Auch erledigte er wohl einen Großteil seiner Arbeiten für die Vogtin dort, weshalb er dieses Zimmer wohl auch immer verschloss. Ich erinnere mich, dass er den Schlüssel stets bei sich am Leibe trug. Was ist mit dem Schlüssel passiert? Er wurde bei Ardo nicht gefunden. Der Schlüssel ist verschwunden. Ja. Könnt ihr mir sagen, wo sich im Haus meine Mitstreiter aufhalten? Bitte um Verzeihung, aber wen genau meint ihr? Dranor. Dieser vom Pech verfolgte Schwindler, den findet ihr oben im Kaminzimmer. Unter uns, ich hoffe, er lässt nichts mitgehen. Ja, gut. Lager. Hier haben wir... Genau, hier haben wir... Alles, was bogenbaumäßig ist, gelassen. Also auch Holz und so. Sonst haben wir nichts? Nein. Ach ja, und das Zeug müssen wir noch verkaufen. So, hier haben wir Blatt, Gold und Edelsteine gelassen. Hier haben wir rostige Nägel. Sonst nichts? Haben wir wirklich sonst nichts? Nein. Okay. Haben wir hier was gelassen? Nein, aber ich glaube hier im Regal haben wir genau. Ja, Sehnen und Lederbänder haben wir mehr als genug jetzt. Das heißt, alles weitere können wir verkaufen. Genau, hier haben wir unsere ganzen Kräuter. Haben wir hier auch Äpfel? Nee. Aber Belmatblatt, Giftzahn, Zunderschwamm. Ach, das haben wir hier gelassen. Okay. Gut. Das heißt... Na komm. Moment, Moment, Moment. Hier nicht. Hier auch nicht. Achso, das ist alles ein Regal. Okay, da ist das ja auch ein Regal, ja. Hier genau. Da das nicht Schmiedematerial oder sonstiges ist, packe ich mal die Spinnseidendrüsen. Und so. Und das hier rein. Zum Werkzeug. So. Genau, mit der Landkarte kann ich jetzt theoretisch nicht mehr nach Avestreu. Erstmal gehe ich nach oben und rede mit Dranor. Der sitzt im Kaminzimmer, hieß es. Ich hoffe, Salina geht es gut. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, sie so alleine zu lassen. Von mir will sie ja nicht mehr beschützt werden. Na? Wie kann euch der gute Dranor aus der Patsche helfen? Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Euch bin ich doch gerne behilflich. Erzählt mir über euch und Salina. Als galanter Liebender hülle ich mich, was diese Angelegenheit belangt, in Schweigen. Nur so viel.
Sie ist das wundervollste, liebreizendste und zärtlichste Wesen von ganz Aventurien. Danke für eure Ausführung. Hättet ihr Zeit für eine weitere Frage? Euch bin ich doch gerne behilflich. Erzählt mir von ich euch. Ich bin Dranur von Belhanka, Edler von feinstem Geblüt. Dranur, die richtige Geschichte wäre mir schon lieber. Verzeihung. Ich habe mich schon so an die Rolle gewöhnt. Ich bin eigentlich kein Horasier, auch wenn ich mir redlich Mühe gebe, wie einer aufzutreten. Ich bin Dranur aus Grambusch, einem kleinen Ort unweit von Gareth. Nun, das Leben dort gab mir nicht viel und ich hatte einfach andere Talente als Viehzucht und Ackerbau. Und bevor ich Ärger mit dem Büttel bekommen würde, bin ich nach Gareth aufgebrochen, um dem Diebeshandwerk nachzugehen. Fex meinte es gut mit mir und ich bin bis heute immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ich kann mit ihm reden, aber wie kriege ich Zugang auf sein Inventar? Oh, was gibt's denn Spannendes? Wartet in meinem Fertokanwesen auf mich. Ich werde mich bald melden, sobald ich eure Hilfe bedarf. Och, das ist doch langweilig. Aber na gut, wenn's denn sein muss, warte ich dort. Bis dann. Aber schon die Nerven des Hauswarts. Ja, jetzt kann ich Dranur wieder mitnehmen. Kommt Dranur, genau. Ja, genau, der hat Haarnadeln, die ich gerne hätte. Und genau, die Maske des Meisters. Der Esel trabt. Ja, wartet. Nun gut, wie ihr wollt. Ich werde dort auf euch warten. Wir sehen uns dort. Grüßt den Hausverwalter von mir. Genau, danke. Oh, was gibt's denn spannend? Ja, jetzt nehmen wir Gladys wieder auf. Das hier muss ich noch alles verkaufen. Anlegen bringt ja nichts. Die Goldringe sind nichts, bringen nichts. So, aber wir können Gladys die Maske geben. Auch wenn sie komisch mit der Maske aussieht. Aber sie kriegt dafür 3 Charisma, was uns sehr zugute kommt bei Etikette und Betörungssachen. Ja. Da das ihr Hut ist, darf sie den auch gerne da behalten. Ja. Ja, es tut mir leid, Dranur hier so stehen zu lassen, aber ja. Er ist bis auf seine Diebesfähigkeit nicht sonderlich tauglich. Da ist mir Gladys ehrlich gesagt als Diebin lieber. So, Moorbrück ist unser nächstes Ziel. Weil alles andere können wir jetzt nicht mehr. Also schmackhafte Delikatesse müssen wir erst noch einen Abnehmer finden. Für eine Handvoll Dukaten müssen wir die Mainquest weiter, also die Story. Castan Wagnis werden wir auch nicht so schnell finden, der ist aus der Stadt raus. Rezept für den Meistertrank, das weiß ich, werden wir auch nicht so schnell finden. Also auf jeden Fall nicht im Ferdok. Die Frage der Ehre schieben wir auf, Rattenplage schieben wir auch auf. Und die beiden sind in Moorbrück. So, das heißt, ab nach Moorbrück. Mal sehen, kommen wir dort heil an oder werden wir unterwegs angegriffen? Und ja, ich habe vergessen, in unseren Garten zu gucken. Egal. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Leute. Labor, eine Werkbank sind hier auch.
Okay, Fehlschlag. Hier kommen wir eh nicht weiter.